So, weiter geht's. Wir sind immer noch hier im Pausemenü. So, da sind wir wieder. Und müssen hier vorwärts kommen. Mal gucken, ob die Viecher auch kommen, wenn wir nicht in die Kiste springen. Das ist natürlich schön direkt mit so einem Köder dort platziert, das Ganze. Können wir vielleicht hier uns verstecken? So, machen wir das doch mal so. Hahaha. So interessant. Ich glaube, es ist auch die einzige Kiste, bei der man die Wände einzeln rausschlagen kann. Und bei der der Deckel schweben kann. So, dann lassen wir das doch einfach mal, wie es ist. Wir können sowieso keine Muni mehr aufnehmen. Und bewegen uns mit dem Scharfschützengewehr weiter nach vorne. Pse. Ich rutsche schon wieder. Mal wieder Aquaplaning. So, der Hüpfer sollte nicht das Problem sein. Nix da, kleiner Bastard. Okay, ich nehme an, wir müssen oben bleiben und zur Not können wir halt wieder hochklettern und müssen dann wieder neu hüpfen. Aber wir versuchen das gleich beim ersten Mal zu schaffen. Gut, hier ist was im Weg. Das heißt, wir müssen wahrscheinlicherweise da drüben durch. Oder schaffen wir das? Ich weiß nicht, ob man da vorbeihüpfen kann. Natürlich nicht. War ja zu erwarten. So, dann hüpfen wir mal hier durch. Und sind wieder bei Penissen. Das ist doch ein Traum. Lass mich raus, ich will nicht bei den Penissen sein. Ah, nicht so einer schon wieder. Hallo, du musst aber sterben, Mensch. Junge, Junge, Junge. Interessante Leiter. Auch für fette Leute. Oh, hi. Wenigstens mal einer, der wirklich bei seinen fünf Sch Hirnschlag, der wirklich bei seinen fünf Schüssen stirbt, das ist doch auch mal schön. Natürlich ist die Leiter hier abgebrochen. Hier kommen wir also nicht hoch. Natürlich sind auch Kisten davor gestellt, wie es eben so sein muss. Natürlich ist in der Kiste auch nichts drin, wie das eben so sein muss. Das heißt, wir gehen hinten über die Leiter für breitere Menschen. Und schauen mal, wo wir hinkommen. Ach so, das sind wir selbst. Ich dachte grad, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ach du Scheiße. Ich dachte mir noch, hey, da ist ein Knopf. Drück mal drauf. Aber man weiß ja nicht, was passiert. Ah, okay, so kommen wir hier hin. Sagt ihr noch was? Oh ja, nehmen wir gerne mit. Oh. Eine kleine Waffenkammer, ist das nicht schön? Oh, ein Traum. A dream come true. So, wunderbar. Und wir bekommen zur nächsten Jump-Run-Einlage ein Vergnügen ohne Gleichen, ist das. Oh, ich sehe schon, da kommen auch noch Viecher dazu. Ich hab's natürlich verkackt. War doch klar. So, neuer Versuch. So. Treffe ich den nicht oder was? Oder ist er schon tot? Warum springst du denn nicht bei dem zweiten hier? Das verstehe ich gerade nicht. Ich lade gleich nochmal. Kann ich mir auch die Muni sparen? Aus irgendeinem Grund will er bei dem zweiten Ding nicht hüpfen. Ist der Deckel schon so nah oder was? Jetzt. Schön. Ja, natürlich. Ich habe dir schon hier mit dem Sturmgewehr in die Fresse geschossen, aber macht ja nichts. Unglaublich.
dann immer dasselbe mit den Kleinen. Natürlich. Ihr seid halt wieder entzückend. So herzallerliebst, freundlich zu mir und so fair. Es ist kaum zu glauben. Okay, jetzt muss die Leiter. Aber mal ehrlich, diese Hütte, die fällt doch an allen Ecken und Enden auseinander. Das kann doch jetzt nicht alles von diesem Portal sein, von den Aliens, die hier aufgetaucht sind. Hier, wenn wir uns das anschauen, das ist so rostig und verfallen und kaputt. Was ist das für eine seltsame geheime Forschungsstation? Ach, komm schon, ne? Genau, ausgewichen. So, haben wir noch jemanden? Oh, natürlich. Jemanden ist gut. Der hat seine halbe Familie mitgebracht hier, der kleine Alien-Typ. Okay. Ich hoffe mal, jetzt ist keiner mehr da, der mir noch in den Rücken fällt. Wäre ungünstig, wenn ich mich jetzt gerade auflade. Funktioniert das? Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zurück und lade nochmal mein Leben auf. Denn hier drüben war ja die Health Station. Auch wenn es noch ein paar Lebenspunkte waren, ist ja egal. So, können wir den irgendwie hier rausholen? Ach, hier ist offen. Gordon Freeman, das sind Sie doch, oder nicht? Das Wissenschaftlerteam hat Ihre Fortschritte über das Sicherheitssystem von Black Mesa verfolgt. Das Militär aber leider auch. Dieser Anzug da ist voll mit Überwachungsgeräten. Aber es ist immer noch besser, als hier nackt herumzulaufen. Da drin ist es kalt und Sie müssen sich beeilen. Die Energie Ihres Anzugs könnte in wenigen Minuten verbraucht sein. Wenn Sie unbedingt in den Lambda-Komplex wollen, sollten Sie sich einen Weg durch die älteren Industrieanlagen suchen. Da hat das Sicherheitssystem ziemliche Löcher. Bei mir hat es jedenfalls bisher funktioniert. Wenn sogar du da durchgekommen bist, dann werde ich das ja wohl lange noch schaffen, ne? Mit meinem Gehirn und Ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Na klar doch. So, haben wir ja noch irgendwas? Nee, ne? Huch. Oh, ich konnte da ja tatsächlich drücken. Oh, hier geht's weiter. Ich fasse es ja nicht. Dann will ich noch mal kurz schauen hier. Ja, mach noch mal zu, genau. Dann will ich noch mal kurz schauen, was hier hinten... Ach, hier ist gar nichts. Ich dachte, da hinten wäre irgendwas. Wo? Bleib doch mal da. Schon gut. Sie werden nicht einmal merken. Komm einfach mit. Ach so, ich musste hier drüben... Na, jetzt. Ich musste hier drüben dran. Ah! Oh, habe ich dir die Beine weggeschossen? Das tut Sie mir leid. Mich hier lassen, Freeman. Natürlich. So, die Kälte macht unseren Anzug also zu schaffen. Ich weiß nicht, was genau wir tun müssen. So, das war's für dich. Lass mal weitergehen hier. Lustig. So, fall tot um. Ich nehme an, wir müssen dann hier runter. Na, hier runter, hier runter. Hier runter, dankeschön. Immer noch zu kalt? Nein, hier ist schon besser, okay. Ah, diese Leitern. Schrecklich. Sag ich nur, schrecklich. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Leben ist wieder voll, sehr gut. Generell sehen wir derzeit eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Dachtest du wirklich, du kannst den langen Gang entlang laufen? Und ich erschieß dich nicht vorher? Was haben wir denn hier? Komisches Zeug halt. Komisches geheimes Zeug. Wirklich? Ihr seid gemein. Ihr seid so fies zu mir. Ihr wollt mich nur ärgern. Ich sag das meiner Mutti, dass ihr mich ärgert. So, das war's erstmal für den. Und jetzt können wir uns gemütlich um den dort noch kümmern. Genau. Wunderschön. Ja, wenn man ein bisschen weiß, wo sie kommen, dann ist das ein ganzes Stück einfacher, ne?
Okay, nur Kram. Wieder Sturmgewehr. So. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Muni, sehe ich gerade fürs Sturmgewehr. Vielleicht müssen wir mal hier auf sowas wechseln. Toller Aufzug. Gefällt mir. Sieht auch hochmodern aus. Stimmt. Ich habe eine Nachricht für dich. Was? Pass auf. Dass du nicht... Oh, oh, oh. Alter, was? Ich habe eine Nachricht für dich und legt sie auf den Boden. Ein Traum. Dramaturgisch schon ganz hohen Wert. Auf 55%. Ja, wunderschön. Dieses Spiel ist so großartig. Ich meine, es ist ja auch schon uralt, aber trotzdem ist es wundervoll. Okay, hier steht ganz viel Explosives rum. Vielleicht auch nicht. Oh nein, ach die Ninja-Bitches, ja, Wie gesagt, habe ja ein Let's Play dazu gesehen und die Ninja-Bitches waren da natürlich auch mit drin. Alter, ich freue mich jetzt schon total. Ich die gar nicht. Wie viele von denen sind denn hier? Wie viele halten die denn aus? Ah, schieße ich in eine Richtung und tauchen sie aus der anderen auf. Yay, die erste ist tot. Wahnsinn. Die zweite.